Sitting Bull, der legendäre Häuptling der Lakota. Er gilt als der Mann, der sein Volk in der Schlacht am Little Big Horn zum Sieg führte. Die Leute sahen ihn als großen Strategen und Krieger. Der indianische Napoleon wurde er genannt. Aber wenn man sich den Ort des Kampfes heute ansieht, wenn man die Schlacht militärisch analysiert und wenn man den Geschichten lauscht, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, dann ergibt sich ein anderes Bild. Wer war Sitting Bull wirklich? April 26. In diesen Hügeln im Osten von Montana findet einer der berühmtesten Kämpfe der amerikanischen Geschichte statt. Die Schlacht am Little Big Horn. Und so ironisch das heute klingt, am Anfang der Auseinandersetzung stand ein Friedensvertrag. Denn 8 Jahre vor der Schlacht wird in Fort Laramie ein Abkommen geschlossen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und dem Volk der Lakota. Es sichert den Indianern einen garantierten Lebensraum zu, das Reservat der Sioux, wie die Lakota auch genannt werden. Außerdem tritt die Regierung den Lakota noch ein weit größeres Gebiet um das Reservat herum ab. Dort können die Indianer jagen und ihre Zelte aufschlagen, so wie sie das schon immer getan haben. Tim Lehman ist Professor für Geschichte am Rocky Mountain College in Billings, Montana. Die Lakota glaubten, dass das Abkommen ihre Zukunft sichern würde, zumindest auf absehbare Zeit. Denn es garantierte ihnen genug Land, um leben zu können. Aber im Jahre 1874 dringt eine Expedition in das Reservat ein. Ihr Anführer ist Lieutenant Colonel George Armstrong Custer. Und die Männer finden Gold in den Black Hills. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Das Land der Lakota wird überschwemmt von Goldsuchern. Bill Yan hat das Leben von Sitting Bull erforscht. Das war eine Verletzung des Abkommens. Und die Lakota haben natürlich protestiert. Die Invasion der Glücksritter verletzt ihre tiefsten Gefühle. Denn für die Lakota sind die Black Hills heiliger Boden. Sie sind der Mittelpunkt ihres Universums. Doch die Regierung kann oder will die Goldsucher nicht aufhalten. Sie versucht, mit den Indianern zu einer neuen Einigung zu kommen. Die Unterhändler sagten, okay, wir lassen euch das Reservat, aber die Black Hills müssen wir euch wegnehmen. Die Lakota akzeptieren das nicht. So verfällt die Regierung auf eine andere Taktik. Sie will einen neuen Krieg mit den Indianern provozieren und sich die Black Hills auf diesem Wege einverleiben. Am 6. Dezember 1875 verfügt das Büro für Indianerangelegenheiten, dass die Lakota in ihrem Reservat bleiben müssen. Die Jagd außerhalb wird ihnen verboten. Doch seit Urzeiten ziehen die Lakota als Nomaden durch die Prärie. Um die Verfügung zu erfüllen, müssten sie diesen Lebensstil aufgeben. Tun sie es nicht, dann gilt das als feindlicher Akt. Der Regierung ist klar, dass sich viele Indianer nicht an die Verfügung halten werden, denn sie berührt die Grundpfeiler ihres Lebens. In dieser Zeit wählen die Lakota einen neuen Mann zu ihrem Anführer. Er trägt den Namen Sitting Bull. Ernie LaPointe ist einer seiner Nachkommen. Sitting Bull war mein Urgroßvater. Er hat sich gut um seine Leute gekümmert. Sie hörten ihm zu, wenn er ihnen Ratschläge gegeben hat. Sitting Bull hat es immer abgelehnt, mit den Abgesandten der Regierung zu sprechen. Und im Jahre 1875 weigert er sich, mit seinem Stamm ins Reservat zu ziehen. Ich glaube, der Hauptgrund, warum mein Urgroßvater sich der Anweisung der Regierung widersetzt hat, war, dass er sie nicht nachvollziehen konnte. Die Lakota lebten mit dem Land. Sie fühlten sich nicht als sein Besitzer.
Er konnte nicht verstehen, dass jemand Ansprüche auf etwas erhob, das niemandem gehören konnte. Er wollte nur in Frieden leben. Und aus seiner Sicht war das Vorgehen der Regierung unfair und ungesetzlich. Die Reaktion folgt schnell. Das Militär nimmt Sitting Bull und sein Volk ins Visier. Die Regierung sendet Soldaten aus. In der Prärie sollen sie nach sogenannten feindlichen Indianern suchen. Lieutenant Colonel George Armstrong Custer ist der Anführer dreier solcher Bataillone. Am 25. Juni 1876 stoßen seine Soldaten auf das Lager von Sitting Bull am Little Bighorn Fluss. Custer ist ein verwegener und selbstbewusster Mann. In den vergangenen Kriegen hat er sich den Ruf eines furchtlosen und effektiven Kämpfers erworben. Er plant einen Überraschungsangriff auf das Indianercamp und rechnet mit einem leichten Sieg. Aber es kommt völlig anders. Robert Kershaw ist Experte für militärische Taktiken. Am Little Bighorn sucht er nach Spuren des Kampfes. Custer war kein Hasardeur, aber er ist Risiken eingegangen, wenn er glaubte, sie kalkulieren zu können. Diesmal hat er sich verschätzt. Und dafür ist er furchtbar bestraft worden. Custer plant seinen Angriff nach militärischen Regeln. Er geht davon aus, dass die Indianer das ebenfalls tun. Custer glaubte, er müsse das Camp umzingeln, damit die Indianer nicht fliehen können. Für Custer ist es nicht der erste Angriff auf ein indianisches Dorf. In der Vergangenheit hatten deren Krieger immer versucht zu fliehen, um Frauen und Kinder in Sicherheit zu bringen. Um das zu verhindern, teilt Custer die Soldaten auf. Das Bataillon von Major Marcus Reno soll direkt auf das Lager zureiten. Mit seinen eigenen Männern nimmt Custer den Weg östlich über die Hügel, um die flüchtenden Indianer dort abzufangen. Sein Vorgehen will er mit Reno koordinieren. Manchmal ist es am schlimmsten, wenn alles genau so kommt, wie man es sich erhofft hat. Custer wollte die Lakota zum Kampf zwingen, um sie besiegen zu können. Und sie haben gekämpft. Der Rest ist Geschichte. Aus seinen Erfahrungen kann sich Custer nicht vorstellen, dass Indianer seinen Männern gefährlich werden können. Was dann passierte, hat ihn völlig unvorbereitet getroffen. Die Lakota haben nicht versucht zu fliehen. Sie sind aus dem Lager gestürmt und haben beide Teile der Truppe direkt angegriffen. Einige Tage zuvor hatte Sitting Bull eine Vision gehabt. Viele Forscher sind der Ansicht, dass diese die Ursache für das Verhalten der Lakota war. Er hat Custers Angriff vorhergesehen und er hat auch prophezeit, dass die Soldaten verlieren würden. Das hat die Lakota unglaublich motiviert. Er wusste, dass die Vision, die er in den Medicine Rocks gehabt hatte, für den Ausgang des Kampfes eine große Rolle spielte. Es war, als habe sich der Wille der Götter offenbart. Und die waren diesmal auf der Seite der Lakota. Weil Custer die Soldaten aufgeteilt hat, hat er seine eigene Position geschwächt. Die Krieger von Lakota und Cheyenne sind übermächtig. Reno muss sich mit seinen Männern zurückziehen. Doch es liegt wohl nicht nur an der Zahl der Krieger und an Sitting Bulls Vision, dass die Indianer im Kampf einen Vorteil haben. Das Gewehr von Sitting Bull, eine Winchester aus dem Jahre 1866. An ihr lässt sich zeigen, was die Indianer den Soldaten voraus hatten. Schon seit Jahrzehnten sucht Douglas Scott am Little Bighorn immer wieder nach Spuren des Kampfes. Als wir zum ersten Mal hierher kamen, waren wir überrascht davon, wie viel hier auf dem Boden lag. Nach einer Stunde hatten wir schon 110 Fundstücke. Am Ende waren es 5000. Wir untersuchten die Patronenhülsen und konnten bis zu einem gewissen Grad herausfinden, mit welchen Waffen gekämpft wurde. Viele Hülsen stammen von Gewehren der Marke Springfield, die Standardwaffe der US-Kavallerie. Aber das eigentlich Interessante war, mit welchen Waffen Lakota und Cheyenne ausgerüstet waren. Sie hatten die damals modernsten Schusswaffen, Henry-Gewehre und die Winchester-Modelle 1873 und 1866. Alles Repetiergewehre.
Die Indianer trieben Handel mit den weißen Siedlern. So waren sie in den Besitz der modernen Waffen gekommen. Wir begleiten Robert Kershaw auf einen Schießstand. Dort will er uns demonstrieren, welchen Einfluss die unterschiedlichen Gewehre auf den Ausgang des Kampfes hatten. Zunächst die Waffe, mit der die Kavallerie kämpfte. Beim ersten Schuss lasse ich die Uhr loslaufen. Robert Kershaw will uns zeigen, wie viele Schüsse jedes Gewehr pro Minute abfeuern kann. Ihre Springfield-Gewehre mussten die Soldaten nach jedem Abfeuern nachladen. Noch 10 Sekunden. Stopp. 7 Schüsse. Nun das Henry-Repetiergewehr, die Waffe von Lakota und Cheyenne. Mark, wenn du fertig bist, fang an. Mit der Henry konnten die Indianer schnell hintereinander 12 Schüsse abgeben. Dann erst mussten sie nachladen. Mindestens 4-mal schneller als die Springfield. Das war ziemlich beeindruckend. 24 Mal pro Minute konnten Lakota und Cheyenne mit ihren Repetiergewehren schießen. Ein gewaltiger Vorteil gegen die 7 Schüsse der Soldaten. Nach dem Rückzug von Renos Bataillon stehen Custers Männer allein gegen die volle Feuerkraft von Sitting Bulls Kriegern. Die Soldaten schaffen es, bis zu einem Pfad vorzudringen, der durch den Little Bighorn-Fluss ins Lager der Indianer führt. Doch dort stoßen sie auf erbitterten Widerstand. Sie müssen wieder zurückweichen. Die Indianer sind in der Überzahl und sie haben die besseren Waffen. Es fällt leicht, sich Sitting Bull in der Rolle eines Feldherrn vorzustellen, der seine Krieger in die Schlacht gegen die Angreifer führt. Aber das ist er nicht. Und das lässt sich beweisen. Custers Soldaten kämpften in Formation. Aber die Indianer agierten einzeln. Sie waren hochmotiviert, weil Custer ihr Dorf und das Leben ihrer Familien bedrohte. Als sich die Reihen der Soldaten aufzulösen begannen, bewegten sich die Indianer wie auf einer Büffeljagd. Sie trennten die schwächeren Gegner von der Gruppe ab und machten sie unschädlich. Sitting Bulls Krieger agieren wie Guerillas. Das ist eins der Geheimnisse ihres Erfolges. Die Krieger waren nicht militärisch organisiert, aber jeder Einzelne wusste, was er tun musste, um das Dorf zu verteidigen. Die Männer kämpften so, wie sie es am besten konnten. Sie waren auf ihrem eigenen Terrain, sie kannten das Gelände und sie wussten, was sie taten. Es gelingt Lakota und Cheyenne, die Kavallerie zu umzingeln. Die Soldaten schaffen es nicht, sich neu zu formieren. Custer und all seine Soldaten finden an diesem Tage den Tod. 268 Männer starben in einer einzigen Schlacht. Nach dem Bürgerkrieg war die Armee stark verkleinert worden. Die Toten repräsentierten 1% aller Soldaten überhaupt. Das war so, als wenn heute 6000 US-Soldaten an einem einzigen Tag umkommen würden. Die Nation war schockiert. Um die verheerende Niederlage erklären zu können, schreiben die Zeitungen blumig ausgeschmückte Geschichten über den Kampf zwischen Gut und Böse. Mit Sitting Bull und Custer in den Hauptrollen. Die Medien hatten Custer schon vorher zum Helden aufgebaut, zum glorreichen Kämpfer gegen die wilden Indianer.
Und als er nun starb, natürlich einen ehrenvollen Tod, da musste es eine große Schlacht gewesen sein, in der er gefallen war. Und weil Custer so glamourös war, da musste er einen Gegner gehabt haben, der ihm ebenbürtig war. Einen geheimnisvollen indianischen Feldherrn, der ein ebenso großer Stratege war wie Custer. Die Medien erfinden die Legende von Sitting Bull. Sie bauen ihn zu einer Art Spiegelbild von Custer auf indianischer Seite auf. Und die Schlacht am Little Big Horn machen sie zu einem Showdown zwischen den grausamen Indianern auf der einen und der Zivilisation auf der anderen Seite. Sitting Bull wird zum Staatsfeind Nummer 1. Er gilt allgemein als gnadenloser und unerbittlicher Wilder. Und das alles wegen eines Kampfes, der nur wenige Stunden gedauert hat. Aber die militärische Analyse beweist, dass Sitting Bull nicht der Feldherr der Schlacht am Little Big Horn gewesen sein kann. Die Indianer haben den Kampf durch ihren Mut gewonnen und wegen der Fähigkeiten jedes Einzelnen. Es spricht sogar alles dafür, dass der legendäre Anführer an der Schlacht gar nicht teilgenommen hatte. Sitting Bull war am Little Big Horn, aber er hat nicht gekämpft. Anilla Point trägt die Geschichte in sich. Die Geschichte, die die Lakota über viele Generationen mündlich überliefert haben. Sitting Bulls Urenkel kennt eine Geschichte, die lange Zeit ein Geheimnis war. Bei dem Kampf war er wirklich nicht dabei. Denn als er sich gerade zur Schlacht aufmachen wollte, da stand seine Mutter vor dem Zelt und hat ihn aufgehalten. Sie sagte ihm: Sohn, du hast schon genug für dein Volk getan. Sie sagte, du hast sie beschützt und dich um sie gekümmert. Aber jetzt lass die Jüngeren im Kampf um das Dorf ihren Wert beweisen. Du musst dich um die Jungen und die Alten kümmern. Du hast Frauen und Kinder, die du beschützen musst. In seiner Jugend war Sitting Bull ein angesehener Krieger. Aber zur Zeit der Schlacht ist er schon Mitte 40. Er hat jetzt eine andere Aufgabe, aber eine, die genauso wichtig ist. Er hatte eine spirituelle Funktion. Er war ein Sonnentänzer. Er lebte für seine Kultur und für sein Volk. Sitting Bull ist ein spiritueller Ratgeber, ein Sonnentänzer. Er nimmt sich seiner Leute an und führt seinen Stamm. Der Sonnentanz, der Wiwang Wasipi, ist eins der heiligsten Rituale der Lakota. Der Sonnentanz ist eine Zeremonie, die dem Wohl des Volkes dient. Die Tänzer geben ihr Blut, ihren Schweiß und ihre Tränen. Man opfert sein Blut, damit die Menschen ein langes Leben haben. Für die kommenden Generationen, die noch geboren werden. Und für die Alten, damit sie noch lange da sind, um den Jungen die Geschichte ihres Volkes zu erzählen. Einmal pro Jahr findet die Zeremonie statt. Das letzte Mal nur wenige Tage vor der großen Schlacht. Und Sitting Bull ist der Sonnentänzer. Mein Urgroßvater ist für den Tanz hierher gekommen. Genau da hinten war die Arena dafür aufgebaut worden. Und das eigentliche Lager war in dieser Richtung. Es erstreckte sich dort hinten. Hier hat er sein Fleisch geopfert. 50 Stücke aus seinem Arm. Das Ritual ist äußerst schmerzhaft und kräftezehrend. Ein großes persönliches Opfer für das spirituelle Wohl des Volkes. Häufig hat der Tänzer dabei Visionen. Die Lakota glauben, dass sie direkt vom großen Geist gesendet werden. Sitting Bulls Vision ist die vom Sieg gegen die Angreifer, die den Kriegern seines Volkes so viel Kraft gibt. Denn Sitting Bull sieht Soldaten, die im Dorf tot zu Boden fallen. Aber das war nicht das Einzige, das Sitting Bull sieht. Die Vision enthält auch eine Warnung. Er sagte, nehmt nichts, was ihnen gehört. Lasst ihnen ihre Nahrung, ihre Kleider, ihre Skalps. Lasst sie einfach liegen. Doch nicht alle Krieger halten sich an die Mahnung. Das zeigen Skelettteile, die Douglas Scott am Little Big Horn gefunden hat.
Wir haben bei den Soldaten viele Anzeichen für Schnitte gefunden, sowohl scharfe als auch stumpfe Verletzungen. In heutiger Sprache würde man wohl sagen, die Soldaten seien verstümmelt worden. Aber man muss das im kulturellen Kontext sehen. Lakota und Cheyenne hatten die Eigenart, die toten Feinde so zu behandeln. Denn die Indianer glauben, dass es vom Zustand der Körper der Feinde abhängt, ob diese in ein Leben nach dem Tod eintreten können. Um dies zu verhindern, fügen sie den toten Feinden die Verletzungen zu. Aber am Little Big Horn ist das wohl nicht der einzige Grund. Lakota und Cheyenne rächen sich auch für das, was sie durch die Soldaten erlitten hatten. Es war ein brutaler Krieg. Meiner Meinung nach waren das Schlimmste die Angriffe im Winter. Die Armee attackierte mitten im tiefsten Winter die Dörfer von Cheyenne und Lakota. Es ist ein Fall dokumentiert, in dem die Babys der Indianer an der Brust ihrer Mütter erfroren sind. Bei solchen Angriffen hatten die Soldaten wahllos Männer, Frauen und Kinder getötet. Viele der Krieger hatten Freunde und Mitglieder ihrer Familie verloren. So erklären sich die Verstümmelungen am Little Big Horn. Eine Reaktion, die vielleicht nachvollziehbar ist. Aber Ernie LaPointe glaubt, dass die Lakota Unglück auf sich heraufbeschworen, indem sie den Rat seines Urgroßvaters ignorierten. Und er glaubt, dass Sitting Bull das auch so sah. Er hat für die Krieger der Indianer gebetet, die im Kampf gefallen waren. Aber er hat auch Custer und seine Männer eingeschlossen. Sie hatten tapfer gekämpft, auch wenn sie alle ihr Leben verloren hatten. Und er hat für das Heil seines Volkes gebetet. Denn die Krieger hatten gegen eine Vision gehandelt. Er sah voraus, dass Leid bevorstand und dass die Verwandten der getöteten Soldaten es bringen würden. Sitting Bull hatte recht. Als Resultat der Schlacht wurden die Lakota erbarmungslos verfolgt, über Jahre hinweg. Sitting Bull wollte keinen Krieg. Er hat sein Volk nur verteidigt. Er war nie der Angreifer. Immer haben ihn die Soldaten der Regierung in die Kämpfe gezwungen. Er hat nur sein Volk und dessen Lebensraum beschützt. Sitting Bull hatte keinen Anteil an der Schlacht am Little Big Horn, auch wenn die Legende etwas anderes sagt. Er bleibt im Dorf, um Frauen und Kinder zu schützen. Den Sieg über die Soldaten haben die Krieger der Lakota ihrem individuellen Können zu verdanken und Lieutenant Colonel Custer, der die Situation völlig falsch eingeschätzt hatte. Doch den Lakota bringt der Sieg am Little Big Horn kein Glück, so wie Sitting Bull es vorhergesehen hat. Denn die Regierung dehnt ihr Einflussgebiet immer weiter aus. Ihre Politik vernichtet die Büffelherden. Die Nahrungsgrundlage der Indianer. Weniger als 5 Jahre nach der Schlacht am Little Big Horn muss Sitting Bull kapitulieren. 1881 geben die Lakota das Nomadenleben auf, das sie viele Generationen lang geführt haben. Sie unterwerfen sich und ziehen ins Reservat.